Ja, liebe Genossinnen und Genossen, ich habe ja auf diesem Parteitag öfter gesprochen, aber ich verspreche euch, das wird auf den nächsten Parteitagen anders sein. Aber nun soll ich zu unserer Arbeit sprechen, was ich ja in der Regel nicht tue, sondern zu anderen Themen. Aber das macht ja nichts. Ich hoffe, eure Aufmerksamkeit wieder zu gewinnen. Wir hatten vor einer Woche ein bedeutendes Ereignis, das niemand von uns unterschätzen darf. Der Einzug unserer Partei in den Landtag des bevölkerungsreichsten Bundeslandes der Bundesrepublik Deutschland ist ein ungeheurer Durchbruch, den wir dort geschafft haben. Ein ungeheurer Durchbruch. Und ich beglückwünsche auch unsere Spitzenkandidaten Bärbel Beuermann und Wolfgang Zimmermann zu diesem Erfolg. Und ich beglückwünsche uns alle zu diesem Erfolg. Denn wir schaffen sowas entweder nur zusammen oder gar nicht. Und das müssen wir auch aus dem Sonntag von vergangener Woche lernen. Es ist interessant, dass die anderen Parteien immer noch nicht raus sind aus dem Kalten Krieg. Sie haben immerzu aufgerufen, uns nicht zu wählen. Sie haben sich relativ wenig mit den Inhalten auseinandergesetzt. Vielleicht, weil sie es nicht können oder weil sie sie nicht ernst nehmen, warum auch immer. Und ich sage mal den anderen Parteien, hört auf damit, auch im nächsten Jahr. Ihr braucht gar nicht zu diskutieren. Wir schaffen das. Die Bevölkerung wählt uns nächstes Jahr in zwei weitere Landtage. Ich sage noch in welche. Setzt euch mit uns inhaltlich auseinander. Es wird höchste Zeit. Es wird höchste Zeit. Also, im nächsten Jahr haben wir 6 bedeutende Landtagswahlen vor uns. Zuerst eine in Sachsen-Anhalt. Da regieren zurzeit CDU und SPD. In Sachsen-Anhalt ist die Situation natürlich anders als in anderen Ländern. Deshalb steht dort die spannende Frage, ob danach Linke und SPD regieren. Ich sage das auch in der Reihenfolge, weil ich sehr hoffe, dass die Linke stärker wird als die SPD. Und dann müsste die SPD mal wieder den Mut eines ganzen Jahrhunderts zusammennehmen und sagen, ja, wir wählen den ersten linken Ministerpräsidenten in Deutschland. Und das wird auch Zeit. Und eine Woche später haben wir schon wieder eine schwierige Aufgabe. Da finden die Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz und in Baden-Württemberg statt. Oh, 2 schwere Nüsse. Ich weiß es, aber ich freue mich schon auf diesen Wahlkampf. Wir müssen jeweils über 5% derjenigen, die zur Wahl gehen, überzeugen. Wählt ein Korrektiv, ein friedenspolitisches und soziales Korrektiv in eure Landtage. Das kommt euch in jeder Hinsicht zugute. Dafür müssen wir gemeinsam streiten. Und dann haben wir etwas Zeit. Und dann wird in Bremen und Bremerhaven gewählt. Und das ist auch keine leichte Situation für uns. Wir sind das letzte Mal dort mit über 8% der Stimmen hineingewählt worden. Und da müssen wir schon ehrgeizig sein. Ich möchte das Ergebnis etwas überschreiten. Man muss ja dann 4 Jahre, sind es in diesem Falle, genutzt haben, um die Attraktivität zu erhöhen. Auch dafür müssen wir gemeinsam streiten. Die sollen nicht das Gefühl haben, bei der zweiten Wahl gehen wir nach unten. Nein, wir gehen nach oben. Das muss unser Ziel sein und dafür müssen wir auch gemeinsam streiten. Und in Bremen regieren ja SPD und Grüne. Und wenn es für die nicht mehr reicht, steht ja auch dort eine spannende Frage, auf die ich noch zu sprechen komme. Und dann wählen wir in Mecklenburg-Vorpommern. Auch dort regieren zurzeit CDU und SPD. Und das ist hochinteressant, da waren wir ja schon mal in der Regierung. Und wenn du jetzt mit Bürgerinnen und Bürgern hier in Rostock oder sonst wo in Mecklenburg-Vorpommern sprichst, dann sagen die immer, also hätten wir gewusst, wie das kommt, wenn die wieder regieren, hätten wir euch doch wieder in die Regierung gewählt. Also sie haben doch jetzt Unterschiede gemerkt. Wir lernen ja auch dazu, das ist ja auch ganz wichtig. Und deshalb sage ich, auch hier kämpfen wir ganz klar in Mecklenburg-Vorpommern für einen Regierungswechsel und der scheint mir auch realistisch zu sein. Ja, und dann wählen wir ja noch in der Bundeshauptstadt in Berlin. Und jetzt muss ich auch mal was sagen, liebe Genossinnen und Genossen. Ich kenne ja unsere Kritik von der ersten Legislaturperiode, aber ihr müsst jetzt auch mal sagen, in dieser ist es anders geworden. Die Partei ist dort viel eigenständiger geworden und wir haben eine Menge erreicht. Das muss man auch hier mal feststellen für Berlin. Und ich füge Folgendes hinzu. Auch dort möchten wir natürlich eine Bestätigung. Und das ist ja auch eine spannende Frage. Erreicht man nun das erste Mal nach einer Regierungsbeteiligung ein besseres Ergebnis oder nicht? Also bisher hatten wir das noch nicht.
Das führt ja auch dazu, dass viele sagen, lass doch die Finger davon. Also man gewinnt ja dabei nicht. Verstehe ich ja. Es ist ja nicht so, dass ich solchen Argumenten völlig unzugänglich wäre. Nur, man geht doch nicht in die Politik, um es nur leicht zu haben. Ja, sowas gibt's einfach nicht. Wir haben doch eine Verantwortung und die haben wir wahrzunehmen. Und ich hoffe, dass wir gestärkt aus der Berlin-Wahl hervorgehen. Und nun komme ich zurück zur NRW. Also, wenn man mal das Wahlprogramm der SPD nimmt, der Grünen nimmt und der Linken, dann müsste es eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein, dass die zusammen eine Regierung bilden. Weil die Überschneidungen am größten sind. Und Oskar hat schon Bedingungen formuliert. Ich gehe sogar einen Schritt weiter. Richtig, Oskar, es darf keinen Sozialabbau im Bund mit Hilfe der Regierung von NRW im Bundesrat geben. Aber ich sage, es darf auch keinen Sozialabbau in NRW geben. Auch dafür hat unsere Partei zu streiten. Dann brauchen wir mehr Chancengleichheit in der Bildung. Wir brauchen eine Lösung für die Energiewende und viele andere Fragen mehr. Das ist doch alles nicht das Problem. Jetzt möchte ich doch kurz auf die FDP zu sprechen kommen. Also die FDP hat ja erklärt, sie redet überhaupt nur mit SPD und Grünen, wenn die nicht mit uns reden. Herr Seehofer behauptet jetzt, die Linke verdankt ihre Stärke der FDP. Wenn Herr Seehofer meint, dass wir uns deshalb bei Herrn Westerwelle bedanken, dann irrt er sich. Das wird nicht stattfinden, und zwar aus verschiedensten Gründen nicht stattfinden. Aber ich will auf was ganz anderes hinaus. Was die FDP dort macht, ist erstens völlig unlogisch, denn ich darf daran erinnern, dass die Linken zum Beispiel mit SPD und Grünen im Saarland gesprochen haben, und das hat die FDP gar nicht gestört. Sie haben anschließend trotzdem eine Regierung gebildet mit den Grünen und der CDU. Also die Maßstäbe verschieben sich auch bei der FDP täglich. Aber das interessiert mich auch nicht. Was mich wirklich interessiert, ist, ich sage, mit solchen Aussagen hört die FDP auf, eine liberale Partei zu sein. Eine liberale Partei, die Sprechverbote ausspricht, diktatorische Sprechverbote, hört auf, liberal zu sein. Sie hört auf damit. Und dann hat dieser Mann von der FDP uns als kommunistisch und verfassungsfeindlich bezeichnet, der hat überhaupt keinen blassen Dunst. Wenn er sich etwas mit der Geschichte unserer Partei beschäftigt hätte, wüsste er, dass das Unsinn ist. Und wenn einer das Grundgesetz im Bundestag verteidigt, dann sind wir das. Und die anderen beschließen ständig Gesetze, die das Grundgesetz verletzen. Das ist die Wahrheit. Und ich sage euch, ich habe es schon mal angeboten, ich biete der Union, der SPD, den Grünen und der FDP eine Schulung im Grundgesetz an. Die müssen nicht mal was dafür bezahlen. Das mache ich. Die CDU denkt ja nach wie vor, sie ist im Kalten Krieg. Sie hat ja einen Fraktionsbeschluss, niemals mit uns zusammen einen Antrag zu stellen. Und jetzt erzähle ich euch eine Geschichte, die die meisten von euch wahrscheinlich nicht mitbekommen haben, weil ihr vernünftige Sendungen nicht seht. Ja, ihr wisst ja gar nicht, was jetzt kommt. Am Sonnabend vor der letzten Bundestagswahl war ich bei Stefan Raab und anderen auf ProSieben. Habt doch recht, dass ihr das nicht guckt. So, da war noch ein Vertreter der CSU, da war Müntefering von der SPD, da war Herr Wohl von der CDU, da war Herr Trittin von den Grünen, also ich meine, deshalb war ich ja auch da. Und so weiter. Es war eine politische Diskussion. Und jede Partei im Bundestag hatte einen Jugendblock. Also wir hatten einen, die Junge Union saß natürlich da für die CDU etc. Und zu Beginn kam man die Treppe runter und wurde begrüßt. Und als ich die Treppe runterkam, rief die gesamte Junge Union Linke raus. Und als Wulff die Treppe runterkam, riefen unsere jungen Genossinnen und Genossen nicht Union raus. Ich möchte auf diesen Unterschied hinweisen. Die CDU ist ganz eindeutig intolerant, engstirnig und undemokratisch. Wir sind es nicht. Wir sind es nicht. Denn was heißt denn die Forderung Linke raus? Das heißt doch, es gibt Leute in der Gesellschaft, die ich nicht will. Wohin denn mit uns, liebe junge Union? Wohin wollt ihr uns denn schicken? Nach Griechenland, nach Island, nach Lettland? Sagt doch mal eure Meinung. Es ist absurd. Wir sind bereit, selbst mit der Union zu reden. Wir sind doppelt so tolerant wie die Union. Und das müssen wir auch mal verkünden den Bürgerinnen und Bürgern.
Und nun sage ich etwas Selbstkritisches und ihr wisst sofort, was ich meine. Und das geht mir wirklich an die Nieren. Ich behaupte, es gibt eine Handvoll Genossinnen und Genossen in unserer Partei, die haben gehofft, dass wir in NRW nicht einziehen. Und ich behaupte, es gibt eine Handvoll Genossinnen und Genossen, die hoffen, dass wir in Berlin doch verlieren, damit wir denen endlich das Regieren abgewöhnen. Ich sage beiden Gruppen, denkt weniger über die Partei nach, denkt über euch nach. Denn eins muss uns wirklich verbinden. Wir wollen doch den Einfluss linker Politik stärken. Wir wollen doch die Gesellschaft verändern. Und das können wir am besten, wenn wir auch signalisieren bei Wahlen, dass wir zulegen in der Zustimmung der Bevölkerung. Ich möchte keine anderen Wünsche mehr hören bei uns. Vor drei Jahren haben wir uns gegründet, 2007, als linke Partei. Wir sind im Vereinigungsprozess. Und ich höre gerne alle Sätze und die geben mir immer viel Beifall, wenn man sagt, das spielt für mich gar keine Rolle. Aber es spielt eben leider doch eine Rolle. Wir sind noch im Vereinigungsprozess. Und wir müssen den gestalten und wir müssen ihn bewusst gestalten. Und ich bin sehr froh, dass wir jetzt zwei Parteibildungsbeauftragte haben, aber natürlich auch die gesamte Führung, die daran arbeiten muss, und zwar sehr konkret arbeiten muss. Und wir müssen sehen, es gibt einfach Unterschiede. Und diese Unterschiede führen zu Schwierigkeiten im Umgang. Ich sage es nur stichwortartig. Wir sind im Osten eine Volkspartei, im Westen selbstverständlich nicht oder noch nicht. Im Westen sind wir eine Interessenpartei. Das zieht aber unterschiedliches politisches Agieren nach sich. Und jetzt möchte ich nicht, dass die einen mir immer erzählen, dass die anderen alles falsch machen und die anderen mir erzählen, dass die einen alles falsch machen. Vielleicht hören wir mal einander zu, lernen voneinander und begreifen eins. Die neue Linke, unsere Partei, kann nicht mehr die PDS sein und sie kann nicht mehr die WASG sein. Wir müssen etwas Neues sein wollen, indem wir uns alle verändern. Alle. Und bitte vergesst nicht, wir sind die einzige Partei, die einzige Organisation in Deutschland seit 1990, die keinen Beitritt organisiert hat. Die anderen kannten nur Beitritte. Und das hieß eigentlich immer, dass die aus dem Osten so werden sollten, wie die im Westen schon waren. Und wir sind die einzige Organisation, die gesagt hat, sowas machen wir nicht mit. Wir wollen nicht, dass die WASG der PDS beitritt und wir wollen nicht, dass die PDS der WASG beitritt. Wir machen eine neue Partei und wissen, wir müssen uns alle ändern und nicht oberklug dastehen und sagen, ich hatte ja schon immer Recht und die anderen Unrecht. Das bringt uns nicht weiter. Das, glaube ich, müssen wir begreifen. Aber natürlich wird man dabei auch das eine und andere Gewohnte und Liebgewonnene los. Und die Unterschiede sind doch nicht nur Volkspartei und Interessenpartei. Ich sage es nochmal, wenn man zum Beispiel wie ich aus der SED kam und den Weg gegangen ist über die PDS etc. und dann wurde ich plötzlich ausgegrenzt. Ich meine, die früheren Blockfreunde haben kaum noch mit mir geredet. Früher haben sie mit der Partei koaliert und plötzlich wollten sie alle nichts mehr von uns wissen. Das war mir ein fremder Vorgang. Also fing ich natürlich an, mit anderen zusammen um Akzeptanz zu kämpfen. Wenn ich jetzt im Westen gelebt hätte und ich hätte mich entschieden, mich links von der SPD zu organisieren, hätte ich doch gewusst, dass ich an den Rand der Gesellschaft trete. Das wäre nicht über mich gekommen, das wäre meine Entscheidung gewesen. Und schon daraus resultieren politische und psychologische Unterschiede. Und wenn man sie einmal begreift, dann kann man anders miteinander umgehen. Weil dann wirft man sich das gar nicht mehr vor, sondern sagt man, ich weiß ja, warum du so bist und ich anders bin, aber wenn und so weiter und so weiter. Und deshalb plädiere ich ja dafür, dass wir uns öfter treffen. Und zwar Basisgruppen Ost-West, Kreisvorstände Ost-West, Landesvorstände Ost-West. Und ihr wisst, ich sage, wenn es geht, immer mit einer Übernachtung, damit ihr abends zusammen Bier oder Wein trinkt und dann wacht ihr am nächsten Morgen anders auf. Das ist das Entscheidende, was wir hinkriegen müssen. Was müssen wir hinkriegen? Nun, liebe Genossinnen und Genossen, haben wir Strömungen. Und viele beschäftigen sich mit unseren Strömungen, außerhalb unserer Partei und innerhalb unserer Partei. Was ist denn eine Strömung?
Warum organisiert sich denn eine Strömung? Einer Strömung geht es um ein bestimmtes Politikverständnis, das sie in der Partei etablieren will. Sie organisiert sich deshalb, weil sie weiß, dass sie noch nicht mehrheitsfähig ist. Denn wenn das sowieso schon die Mehrheitsmeinung der Partei ist, dann muss ich mich ja nicht mehr organisieren. Also organisiert man sich, um Schritt für Schritt eine Mehrheit in der Partei von etwas zu überzeugen. Der Wert der Strömungen besteht darin, dass sie zu Präzisierungen von politisch-programmatischen Aspekten und neuen Ideen beitragen. Die Gefahr besteht darin, dass der Konflikt zwischen Strömungen so eskaliert, bis er eben zu einer Gefahr, dieser Konflikt für das Ganze wird. Und ich kann mir vorstellen, so ein Mitglied des Forums Demokratischer Sozialismus, kriegt einen halben Albtraum, wenn es an ein Mitglied der antikapitalistischen Linken denkt. Und so ein Mitglied der antikapitalistischen Linken kriegt einen halben Albtraum, wenn es an ein Mitglied des Forums Demokratischer Sozialismus denkt. Leuchtet mir ja alles ein. Ich habe das ja schon mal erzählt. Es hat mich schockiert, dass mir jemand aus einer Strömung erzählte, dass er auf seinem Landesparteitag das gar nicht zugeben darf, dass er sich da organisiert hat, weil er dann chancenlos ist. Dann habe ich euch erzählt, dann kam ein anderes Mitglied zu mir und sagte, wunder dich nicht, dass ich den Antrag X an den Parteitag unterschrieben habe. Das meine ich nicht wirklich. Aber wenn ich den nicht unterschreibe, habe ich ja keine Chance mehr. Liebe Genossinnen und Genossen, wo leben wir denn hier eigentlich? Wir brauchen doch den ehrlichen Umgang miteinander. Das darf uns doch nicht voneinander abhalten, ganz im Gegenteil. Und ich sage, wir müssen lernen, das Andersdenken der anderen oder des anderen zu schätzen, auch wenn ich selbst nicht so denke. Ich habe es doch inzwischen auch gelernt. Lasst uns doch einfach gemeinsam lernen, die Verschiedenheit zu nutzen, um unsere Partei interessanter und produktiver zu machen. Aber es gibt Fortschritte. Unsere Programmkommission hat einstimmig den Entwurf eines Parteiprogramms diskutiert. Ich habe auch gar nichts gegen kritische Bemerkungen. Aber ich sage euch mal, noch vor ein paar Monaten stand immer die Gefahr, dass wir 3 oder 2 Entwürfe bekommen. Na, da hätten wir aber wunderbar ausgesehen. Da hätten wir eine Schlacht, welcher wird es? Das hätte die Partei in dieser Frage gespalten. Jetzt haben wir einen Entwurf. Wir haben Zeit, bis Ende des Jahres ihn zu diskutieren und selbstverständlich auch zu verbessern. Ich weiß gar nicht, wieso wir uns darüber aufregen. Das ist doch erstmal eine Leistung, die wir dorthin bekommen haben. Und ich sage euch, aus meiner Sicht war auch der Mitgliederentscheid ein Erfolg. Ich hätte ihn gar nicht organisiert, das war ja auch nicht meine Idee, es war die Idee von 9 Landesverbänden, aber damit ist doch ein Auftrag verbunden. Und zwar ein Auftrag verbunden an die neue Führung der Partei, eben diese Partei zu führen, die Einheit der Partei herzustellen, eine Programmdiskussion zu führen und die Auseinandersetzungen so zu gestalten, dass sie nicht auf Kosten der Partei gehen. Und da entsteht die Frage, brauchen wir ein Zentrum und wie macht man sowas? Ich glaube, dass wir ein Führungszentrum, eine Führung bilden müssen, die ein Zentrum darstellt in unserer Partei. Und da muss man sich darüber verständigen, was denn überhaupt die Aufgaben dieses Zentrums sein sollen, was die Aufgabe der Führung ist. Das eine ist die Vorbereitung der Bundestagswahl 2013. Die politische Welt wird unübersichtlicher, darauf müssen wir vorbereitet sein. Wir müssen Klarheit verschaffen in der Bevölkerung, soweit wir das können. Es geht, wie gesagt, um die Forcierung des Vereinigungsprozesses und um die Führung der Programmdiskussion. Diese neue Führung muss aber auch die Entwicklung der Landesverbände helfen zu organisieren und dabei berücksichtigen, dass die Entwicklungsrichtungen zum Teil sehr unterschiedlich sind, dass man nicht negieren kann. So, und dann müssen die Strömungsauseinandersetzungen in eine Form gebracht werden, dass sie produktiv für das Ganze werden und nicht kontraproduktiv, wie sie zum Teil waren. Die Strömungen sind zwar Minderheiten, drohen aber das Parteileben und das äußere Erscheinungsbild zu dominieren. Ein Zentrum muss endlich der großen Mehrheit der Nichtströmenden zu ihrem Recht in unserer Partei verhelfen. Das wird höchste Zeit. Das heißt, die Mehrheit der Partei muss zu ihrem Recht kommen. Und deshalb sage ich euch, es gibt 4 Varianten für ein Zentrum. Die erste Variante ist, das Zentrum ist eine weitere Strömung. Da kann ich nur schwer von abraten. Dann ist es auch kein Zentrum. Die zweite Variante ist,
Das Zentrum versucht, die Strömungen an den Rand zu drängen. Das fände ich völlig falsch. Wir müssen sie nutzen. Die dritte Variante wäre, es ist so eine Schnittmenge aus allen Strömungen und die versuchen da so kompromisslerisch immer irgend so eine Mitte zu finden. Das mag noch einleuchtend klingen, ich fände es falsch. Die vierte Variante ist, das Zentrum spiegelt die Basis der Partei und der Wählerschaft wider und nutzt dabei auch Strömungen, aber nicht mehr. Genau darauf kommt es an. Diesen Weg muss das Zentrum finden. Aber wir müssen wissen, die Partei entwickelt sich und deshalb ist ein Zentrum nichts Feststehendes. Ein Zentrum darf auch einen Schritt weiter sein als die Mitgliedschaft oder die Wählerschaft, aber nie zwei Schritte. Weil dann entfernen sie sich und dann haben sie keine Chance mehr als Zentrum. All das ist nicht einfach und ich wünsche unserer Führung sehr viel Spaß dabei, das alles hinzukriegen. Ich weiß, dass das anstrengend ist. Ich weiß, dass das anstrengend ist. Aber ich sage euch auch eins, die Aufgabe der Führung besteht darin, die Positionsfindung zu organisieren. Und es gibt in unserer Partei keinen Stillstand. Es gibt keinen Tag, wo wir sagen, jetzt wissen wir eigentlich alles. Nein, wir wissen mehr nicht, als wir wissen. Das ist natürlich die Wahrheit. Das müssen wir ja keinem erzählen. Aber das ist so. Und weil es so ist, müssen wir jeden Tag an der Positionsbestimmung arbeiten. Und das gelingt nur, wenn ich mich selbst auch in Frage stelle und nicht nur die anderen in Frage stelle. Und genau das müssen wir kulturell hinbekommen in unserer Partei. Ich darf mal daran erinnern, wie eigentlich die Linke entstanden ist. Wir müssen uns das auch mal wieder vor Augen führen. Warum ist denn überhaupt die moderne Linke in dieser Form entstanden? Das erste ist die Frage des Verhältnisses der Linken zur Demokratie. Ich sage euch, in einer Diktatur kann man für Demokratie kämpfen, aber niemals klare linke Positionen haben. Deshalb gehört die Demokratie existenziell zur Linken dazu. Das müssen wir uns und jeder und jedem anderen klar machen. Existenziell gehört sie dazu. Die moderne Linke ist entstanden aus dem Widerspruch, dem Grundwiderspruch der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft, der darin besteht, dass der Gleichheit aller vor dem Gesetz, der formalen Gleichheit aller als Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, die extreme soziale Ungleichheit gegenübergestellt wurde und gegenübersteht. Diese soziale Ungerechtigkeit ist nicht nur ungerecht, sie stellt auch die Gleichheit aller als Staatsbürgerinnen und Staatsbürger täglich in Frage und beeinträchtigt sie. Ich nenne euch nur vier Beispiele. Wenn du Hartz-IV-Empfängerin bist oder Ackermann bist und du hast einen Zivilprozess, stehst du vor ungeheuren Unterschieden. Der eine kann sich Top-Anwälte leisten, die andere hat dazu überhaupt keine Chance. Und wenn du dann durchschnittlich verdienst und du führst einen Prozess, können Gerichtskosten entstehen, die du gar nicht begleiten kannst, dann bist du raus aus der Gleichstellung vor dem Gesetz. Das muss zum Beispiel die Linke genauso kritisieren und bekämpfen. Nehmen wir das zweite Beispiel in unserer Gesellschaft, die Ungleichheit in der Bildung. Es ist ja abenteuerlich, in welchem Maße in Deutschland von der sozialen Stellung der Eltern abhängig ist, welche Bildung die Kinder bekommen. Von einer formalen Gleichheit vor dem Gesetz kann da überhaupt keine Rede mehr sein. Wir kämpfen um Chancengleichheit in der Bildung, genau aus diesem Grunde. Die Ungleichheit im Gesundheitswesen. Wenn du arm bist, bist du öfter krank und stirbst früher. Das ist statistisch vom Bundesamt erwiesen. Also kämpfen wir auch diesbezüglich gegen die Ungleichheit. Und dann natürlich die Ungleichheit im Zugang zu den Medien. Also wenn du viel Geld hast, kannst du dir eine Zeitung leisten. Aber wenn nicht, bist du doch ziemlich chancenlos im Zugang zu den Medien. Also wenn ich gesagt habe, diese bürgerliche Gesellschaft hat eine Gleichheit der Staatsbürgerinnen und Staatsbürger vor dem Gesetz gebracht, dann stimmt das, aber sie ist beeinträchtigt und jeden Tag gefährdet. Und das hängt mit der extremen sozialen Ungleichheit zusammen. Und genau die bekämpfen wir. Aber, damit ich nicht falsch verstanden werde, ich weiß, dass inzwischen vieles dazugekommen ist, dass man links nicht mehr allein an dieser Frage definieren kann. Ich weiß, dass inzwischen auch es um die Friedensfrage geht, um die Gleichstellung der Geschlechter, um die Gleichstellung der Nationalitäten, um die ökologische Nachhaltigkeit. Es sind viele Themen dazugekommen, das ist alles wahr. Aber der Ursprung der Linken
ist nichts anderes als die soziale Frage gewesen. Und wenn wir die soziale Frage verlassen, hören wir auf, links zu sein. Das muss jeder und jedem bei uns klar sein. In der Geschichte der Linken gibt es nun zwei Gruppen. Die eine Gruppe will diese Ungerechtigkeit innerhalb des Kapitalismus bekämpfen, aber den Grundwiderspruch nicht lösen. Und die andere Gruppe sagt, das bringt ja alles relativ wenig, ich muss den Grundwiderspruch lösen und strebe deshalb eine demokratisch-sozialistische Gesellschaft an. Also eine Lösung dieses Grundwiderspruchs. Die können sich ungeheuer behaken, weil die Schwäche der einen Gruppe besteht natürlich darin, dass sie ja innerhalb des Systems denkt, nicht kapitalismuskritisch ist, diesen auch gar nicht überwinden will. Aber sie hat in ihrem Kampf in vielen Jahrzehnten vieles erreicht beim Ausgleich, beim sozialen Ausgleich in der Gesellschaft. Die Schwäche der anderen Gruppe besteht darin, dass wir kein praktisches Beispiel eines demokratischen Sozialismus haben, auf das wir verweisen können. Wir können den Leuten nicht sagen, fahrt mal dahin, guckt euch das an, so stellen wir uns das vor. Pech gehabt. Aber ich bin trotzdem demokratischer Sozialist. Nur das verlangt von uns eine sehr aktive theoretische und praktische Arbeit. Denn wir müssen eine Struktur entwickeln, wo die Leute sagen, ja, so könnte es gehen, so könnte man leben. Und zwar in höchster Demokratie, bei höchster sozialer Gerechtigkeit. Genau das müssen wir hinbekommen. Das ist unsere Aufgabe. Aber wenn man das Zweite anstrebt, wie ich, hindert es uns doch nicht am Kampf heute und hier um mehr soziale Gerechtigkeit. Das muss uns doch auszeichnen. Da hatte ja derjenige recht mit dem Klaus Ernst, war es mit dem Beispiel mit dem Rentner, der sagte, ich bin ja auch für den demokratischen Sozialismus, aber könnte da vorher noch meine Rente erhöhen. Ja, also das verstehe ich. Die Leute leben hier, jetzt, heute. Und sie müssen wissen, wir kämpfen für sie auch hier, jetzt und heute. Und trotzdem haben wir eine Vision und müssen nicht auf die Couch, wie Herr Schmidt meint. Und bitte macht euch nichts vor. Natürlich gibt es auch in unserer Partei beide Gruppen. Alles andere wäre falsch, wenn wir es behaupteten. Aber es sieht in der SPD noch ganz anders aus. Dazu komme ich noch. Jetzt geht es in der Politik immer um die Frage, was ist eigentlich falsch und was ist eigentlich richtig? Wer vertritt eigentlich die Wahrheit und wer vertritt eine Unwahrheit? Ich möchte euch sagen, dass ich die Fragestellung falsch finde. Es geht um eine ganz andere Frage. Wessen Interessen vertreten die einen und wessen Interessen vertreten die anderen? Und je nachdem, wessen Interessen ich vertrete, sieht die Wahrheit ganz anders aus. Aus der Sicht der Hoteliers ist es doch nicht falsch, was die FDP gemacht hat. Aus der Sicht der Spekulanten und Bankmanager ist es richtig, was die FDP will. Aus unserer Sicht ist es falsch, aber nicht, weil das falsch ist für die Spekulanten und Banker oder Hoteliers, sondern weil es falsch ist für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Rentnerinnen und Rentner und andere sozial Ausgegrenzte in unserer Gesellschaft und weil wir deren Interessen vertreten. Wenn wir nicht begreifen, wessen Interessen wir vertreten, kommen wir zu keiner Klarheit in unserer Politik. Und das heißt immer, wenn man Interessen vertritt, dass man andere Interessen verletzt. Sonst geht's nicht. Sonst geht's nicht. Und heute steht doch eine Frage, überall, wer bezahlt die Krise? So, und alle anderen Parteien sind sich einig, die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Und wir sind die Einzigen, die sagen, nein, die Vermögenden, die Bestverdienenden und vor allen Dingen die Spekulanten und die Banken. Das ist unsere Antwort, die geben nur wir. Aber das machen wir nicht, weil es wahr oder falsch ist, sondern weil wir bestimmte Interessen vertreten. Und das sind nicht die Interessen der Banker und der Spekulanten. So einfach ist es. Die SPD war über sehr lange Zeit die reformistische Partei in Deutschland. Bei meiner Zwei-Gruppen-Einteilung war die SPD die Partei, die gegen soziale Ungerechtigkeit kämpfte, ohne den Widerspruch auflösen zu wollen. Das heißt, sie wollte den Kapitalismus nicht überwinden. Aber sie hat ja auch viel erreicht in dem Kampf gegen die soziale Ungerechtigkeit. Nun kam das Problem mit der Bundesregierung Rot-Grün, mit der Bundesregierung unter Schröder und Fischer.
Denn hier haben Sie dieses sozialdemokratische Ziel aufgegeben. Sie haben nicht mehr die Ungerechtigkeit in der sozialen Frage bekämpft, sondern sie sogar forciert. Und da geht es wieder nicht um Wahrheit. Der Schröder mag sich ja denken, dass das aus irgendeinem Grunde notwendig war. Ich sage nur, die Interessen, die früher die SPD vertreten hat, wurden mit Füßen getreten. Das ist das Entscheidende. Es wurden völlig andere Interessen vertreten. Das ist das Problem. Und da gibt es ja, und deshalb habe ich immer in diesem Zusammenhang von der Entsozialdemokratisierung der SPD gesprochen. Und ich sage das hier ganz klar für die Bundesebene. Meine Auffassung, es gibt keine Chance für eine Zusammenarbeit mit der SPD auf Bundesebene, wenn sie nicht wieder ihr sozialdemokratisches Projekt aufgreift. Und das hat sie bis heute noch nicht getan. Das hat sie bis heute noch nicht getan. Ich darf noch einmal kurz auf die Fehlentscheidungen von SPD und Grünen hinweisen. Nur auf die gravierendsten Fehlentscheidungen. Der völkerrechtswidrige Krieg gegen Jugoslawien war eine gravierende Fehlentscheidung. Eine gravierende Fehlentscheidung. Der Afghanistan-Krieg war und ist eine gravierende Fehlentscheidung mit vielen unschuldigen Toten und keinem zivilen Aufbau. Die Agenda 2010 und Hartz IV waren und sind eine gravierende Fehlentscheidung, die wir überwinden müssen. Die Rentenkürzung durch Veränderung der Formel und die Rentenkürzung durch Streichung von 2 Jahren war und ist ein gravierender Fehler von SPD und Grünen. Und Sie haben die Steuergerechtigkeit zerstört. Sie haben den Spitzensteuersatz der Einkommensteuer, die Körperschaftssteuer und viele andere Steuern gesenkt. Und ich sage euch, ohne Steuergerechtigkeit ist soziale Gerechtigkeit nicht möglich. Sie haben die Steuergerechtigkeit zerstört. Und SPD und Grüne. Und SPD und Grüne haben darüber hinaus noch die Finanzmärkte dereguliert. Und das bezahlen wir heute alles teuer. Und deshalb sage ich, ich bin noch kein Gegner einer Zusammenarbeit. Aber ich sage, das muss sich ändern, wenn die nicht wieder zur SPD werden, wenn sie nicht wieder ihr sozialdemokratisches Projekt wollen, sondern wenn sie in dieser Richtung weitermachen wollen, kann es keine gemeinsame Regierungsbildung geben, weil wir für eine solche Politik nicht zur Verfügung stehen. Also muss die SPD sich entscheiden, wessen Interessen will sie vertreten. Wenn sie wieder die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und anderer vertritt, dann wird mir immer gesagt, dann wird es für uns enger. Na gut, dann wird es eben für uns enger. Wir sind doch in der Politik, um Gesellschaft zu verändern, nicht für Prozentzahlen, obwohl die Prozentzahlen Wichtiges widerspiegeln. Und deshalb sage ich, dagegen hätte ich gar nichts. Aber wenn sie weiterhin die falschen Interessen vertritt, dann sollte sie sich umbenennen. Dann ist sie keine sozialdemokratische Partei mehr. Aber ich sage es auch klar, ich hoffe, dass die Sozialdemokratische Partei Deutschlands wieder sozialdemokratisch wird. Aber wenn sie es nicht wird, dann soll sie das auch offen bekennen, dann muss sie das Lager wechseln, so wie sie es in den letzten Jahren leider gewechselt hat. Ich kann euch übrigens ein Geheimnis verraten, es ist ausgezählt. Und wir haben was Tolles geliefert, 3 sind durch und für den Rest gibt es einen 2. Wahlgang. Also ihr habt noch, ja, nehmt euch ein bisschen Zeit, ihr müsst mir trotzdem noch ein bisschen zuhören. Aber ich beeile mich ja. Ich will euch nur sagen, wir waren ja auch, oder wir kommen jetzt in eine Programmdebatte. Und da höre ich ja schon wieder alle Leidenschaften. Jetzt nehme ich mal 3 Beispiele, um eigentlich deutlich zu machen, wie ich mir eine zentristische Lösung vorstelle, wenn es die dort geben sollte. Also, ich nehme mal einen Satz, da steht in dem Entwurf drin, auch zu Beginn des 21. Jahrhunderts geht es um die Frage von Sozialismus oder Barbarei, wie sie schon Rosa Luxemburg 100 Jahre zuvor gestellt hat. Nun, machen wir es mal etwas genauer. Rosa Luxemburg hat diese Gegenüberstellung gewählt im Ersten Weltkrieg, weil der Erste Weltkrieg ganz klar Barbarei war und sie hat gesagt, also entweder diese Barbarei oder Sozialismus. Völlig einleuchtend. Zweitens, danach haben wir den Faschismus erlebt und den Zweiten Weltkrieg, eine noch viel schlimmere Form von Barbarei.
Drittens muss man der Wahrheit sagen, im ersten sozialistischen Staat gab es Gulags und Terror. Das war auch barbarisch und das hat überhaupt keinen Sinn, das zu leugnen. Ergo komme ich jetzt zu viertens und sage, die Arbeiterinnen und Arbeiter und die Rentnerinnen und Rentner in der alten Bundesrepublik Deutschland hatten in den 50er, 60er, 70er und 80er Jahren nicht das Gefühl, in der Barbarei zu leben. Das tut mir leid, hatten sie nicht. Und deshalb musste die Bundesrepublik auch keine Mauer aufbauen, damit die Leute nicht rausrennen, sondern es war ja, wenn ich mich recht entsinne, etwas umgekehrt. Und das hieß ja auch, dass aus der alten Bundesrepublik Deutschland die Leute nicht in die Alternative von der Barbarei wollten zu diesem komischen Staatssozialismus. Das ist doch einfach wahr. Es hat doch überhaupt keinen Sinn, das zu leugnen. Jetzt kommt die nächste Frage. Bedeutet das, dass man auf das Zitat verzichten muss? Ich meine nein. Und zwar, weil der Kapitalismus gerade dabei ist, sich wieder in einer Richtung zu entwickeln. Und das müssen wir zum Ausdruck bringen, dass die Alternative wieder lauten kann, Sozialismus oder Barbarei. Und wir kämpfen immer gegen Barbarei. Das müssen wir deutlich im Programmentwurf zum Ausdruck bringen. Zweites Beispiel. Demokratie. Da liest man im Programm, im Entwurf zwei verschiedene Sachen. Nämlich einmal, richtige Demokratie gibt es nur im Sozialismus. Müssen wir noch beweisen. Und zweitens, es lohnt sich auch im Kapitalismus, um Demokratie zu kämpfen. Ja, was denn nun? Also sage ich, natürlich hat die Arbeitnehmerschaft in jahrzehntelangen Kämpfen viel erreicht, auch an Demokratie erreicht. Und deshalb lohnt sich der Kampf um demokratische Erneuerung selbstverständlich auch im Kapitalismus. Und das machen wir doch, weil wir jetzt eine Forderung stellen, die bis dahin so selten gestellt worden ist. Demokratie nicht nur in der Politik, sondern endlich auch in der Wirtschaft. Und trotzdem bleiben wir dabei, dass wir einen demokratischen Sozialismus anstreben. Beides können wir doch sehr gut vertreten, auch in einem Parteiprogramm. Ich hätte damit gar keine Schwierigkeiten. Ja, und dann kommen wir zu unserem strategischen Dilemma der Regierungsbeteiligung. Also, erstens sagen wir immer, eine fortschrittliche Regierung darf an uns nicht scheitern. Das ist wahr. Wir wissen aber nicht genau, was Fortschritt ist. Das müssen wir dennoch definieren. Dann kommt die zweite Aussage und die sagt, ja, wir dürfen aber unsere Prinzipien nicht aufgeben. Stimmt auch. Und dann kommt das Dilemma. Weil es gibt keine Regierungsbildung ohne Kompromisse. Jetzt ist also die Frage, wo darf man denn Kompromisse machen? Und ich finde es deshalb richtig, dass wir rote Linien entwickeln. Man muss nur bei roten Linien wissen, die sind immer auch wieder zu aktualisieren. Die Gesellschaft verändert sich, damit verändern auch wir uns. Ich habe vorhin ja einige Bedingungen genannt für die Bundespolitik. Die sind für mich ganz entscheidend. Aber natürlich müssen wir wissen, dass wir auch nicht alles durchkriegen. Das ist doch klar, dass man auch zu Kompromissen bereit sein muss. Und jetzt sage ich euch, es gibt doch in Wirklichkeit zwei Formen des Opportunismus. Die eine Form besteht darin, dass ich sage, ach, ich gebe alles auf, Hauptsache ich sitze in der Regierung. Das ist mir wurscht, ich schmeiße die drei Prinzipien über Bord und mache das Gegenteil von dem, was ich im Wahlkampf verkündet habe, weniger als die Hälfte zumindest, etc., etc. Das ist für mich glatter Opportunismus und käme für mich nie in Frage. Das würde ich so klar sagen. Und das müssen wir, wenn es passiert, auch kritisieren. Aber ich sage euch, der andere Opportunismus besteht natürlich darin, zu sagen, ich mache die Latte so hoch, damit ich es immer verhindere, damit ich in Reinheit bleibe. Und das ist deshalb opportunistisch, weil es bedeutete, dass wir Chancen zur Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen der Menschen nicht nutzen. Dazu haben wir auch kein Recht. Dazu haben wir auch kein Recht. Und deshalb möchte ich einfach, dass wir uns in unserem Programm zu diesem Dilemma bekennen. Es ist eins. Jedes Mal stehen wir vor konkreten Fragen. Jedes Mal wird es bei uns Streit geben. Und das wissen wir. Und weil es so ist, schreiben wir es auch. Ich habe damit gar keine Schwierigkeiten. Und immer muss es im Kopf eins klar ist. Wir haben Prinzipien, für die wir stehen. Wenn wir die Politik mitmachen, die die frühere SPD-grüne Regierung auf Bundesebene gemacht hat, sind wir am selben Tag überflüssig. Wenn wir plötzlich sagen, na gut, wir machen den Afghanistan-Krieg mit, na gut, wir machen Hartz IV mit, na gut, es bleibt bei der Rentenkürzung, können wir unsere Sachen packen und nach Hause gehen. Dazu braucht uns die Gesellschaft nicht. Aber wenn wir diesbezüglich erfolgreich sein können,
und dann noch bestimmte Kompromisse machen und dann diese Erfolge nicht einbringen, für die Leute auf das Ende des Afghanistan-Krieges etc. verzichten, können wir auch unsere Sachen packen und nach Hause gehen. Das müssen wir einfach hinkriegen. Und wir müssen wissen, es ist nicht leicht. Aber wir sind doch in eine Partei und in die Politik gegangen, nicht um es leicht zu haben, sondern um die Gesellschaft zu verändern. Und zwar so tiefgreifend wie möglich. Also, ich soll ja eigentlich einen Bericht der Bundestagsfraktion geben und deshalb sage ich euch mal, die Wählerinnen und Wähler haben uns eine Bundestagsfraktion gewählt, in der alle Strömungen vertreten sind. Es bildet sich auch langsam ein Zentrum heraus. Aber was ist das Gute an unserer Bundestagsfraktion? Wir müssen ständig Politik machen. Und ich finde, das ist uns einigermaßen gelungen. Und ich sage euch, das Gute ist auch, dass die anderen Parteien die Tagesordnung weitgehend mitbestimmen. Und da haben wir ein Problem. Da setzt die Union etwas auf die Tagesordnung und dann kann ich ja zu Herrn Kauder gehen und sagen, wir hätten gerne noch eine zweijährige basisdemokratische Debatte und dann komme ich wieder und dann können wir dazu unsere Meinung äußern. Darauf nimmt er in aller Regel keine Rücksicht oder besser gesagt nie. Das heißt, dann stehen wir am Dienstag vor der Frage, was sagen wir nun dazu am Donnerstag? Und dann kann sich ja die Basis beschweren. Wir haben ja keine Zeit, jemanden zu fragen. Und ich sage euch ganz ehrlich, Linke muss man unter Druck setzen. Uns bekommt das sehr gut. Wenn man Linken Zeit gibt, nehmen wir uns ja die Doppelte. Und die geben uns keine Zeit und deshalb müssen wir schnell Politik entwickeln. Und das ist auch wichtig. Aber wir haben auch erkannt, dass wir bestimmte gründliche Diskussionen brauchen, einfach auch als Fraktion brauchen, um uns zu verständigen. Und das werden wir auch häufiger machen. Aber wir entwickeln Standpunkte und ich finde das ganz gut. In der Krise, sage ich noch mal ganz klar, waren wir doch die Einzigen mit einem Konzept. Alles andere kann man doch vergessen. Die Banken und Spekulanten haben doch die EU-Regierungen gezwungen zu Handlungen. Sie zwingen auch die Parlamente. Die Krisensitzung des Bundeskabinetts in der letzten Woche war doch einberufen von den Spekulanten und Bankiers, nicht von der Regierung. Nicht Frau Merkel hat darüber entschieden. Andere haben darüber entschieden. Und deshalb sage ich immer, eine unserer Aufgaben besteht, und ich möchte ein Beispiel nennen in der Übersetzung von Politik. Also nehme ich mal ein Beispiel. Die Deutsche Bank fährt einen Riesengewinn ein. Warum? Ich sage euch ein Beispiel. Warum? Weil wir die HRE verstaatlicht haben. Und zwar, weil die Deutsche Bank gegen die HRE, also die Hypo Real Estate, eine Forderung in Höhe von 10 Milliarden Euro hatte. Wenn die pleite gegangen wäre, in Insolvenz gegangen wäre, hätte die Deutsche Bank nicht ihr Geld bekommen. Wenn die nicht ihr Geld bekommen hätten, hätten sie natürlich auch keinen Gewinn gehabt. Das heißt, die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler Deutschlands haben der Deutschen Bank ihren Gewinn bezahlt. Niemand anders. Wenn ich das so erkläre, dann versteht das auch die Lidl-Verkäuferin und ein anderer, die den ganzen Tag sich mit anderen Fragen beschäftigen müssen. Es ist unsere Pflicht, Politik so zu übersetzen. Und dann wird es auch logisch, dass wir gesagt haben, ja, wir möchten eine schwedische Lösung. Wir nehmen doch nicht nur die verschuldete Bank. Dann müssen wir alle Banken nehmen und dafür sorgen, dass wir auch die Gewinne bekommen für die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Dann wird es logisch. Also, für eine Regierungsoption im Bund. Ich sage euch, wir dürfen nicht in eine Regierung gehen, in der wir Getriebene und Geiseln des sogenannten Finanzmarktes sind. Mit uns ist keine Politik möglich, bei der Herr Ackermann ständig neue Milliardenschulden zugunsten der Banken verlangt. Mit uns ist es nicht möglich, Hartz IV, die Rentenkürzung oder den Afghanistan-Krieg fortzusetzen. Das muss aufhören. Das heißt, zur roten Linie gehört für mich auch die Regulierung der Finanzmärkte, die Wiederherstellung des Primats der Politik und mehr soziale Gerechtigkeit durch Steuergerechtigkeit. Und ich sage euch, wir müssen jetzt schon den Mut haben, die Banken in ihren Geschäften zu stören. Und jetzt habe ich eine Idee für die Europäische Linke. Jetzt haben wir ja den Vertrag von Lissabon. Jetzt gibt es ja das europäische Volksbegehren. Und wenn man 1 Million Unterschriften in der EU sammelt, dann müsste sich das Europäische Parlament mit dem Thema befassen. Wie wäre es denn, wenn wir die Idee entwickeln, Lothar Bisky und du das weiterträgst, und wir Europa der europäischen Linken vorschlagen, wir machen eine Unterschriftenaktion und versuchen, 1 Million Unterschriften zu sammeln für einen Antrag
zur Re-Regulierung der Finanzmärkte, zur Zahlung einer angemessenen Bankenabgabe, und zwar bei Verhinderung von jedem Sozialabbau. Alles andere verletzt die Demokratie. Ich weiß, liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde und verehrte Gäste, wir sind im Bundestag ein Störenfried. Und ich sage euch, wir sollten auch ein Störenfried bleiben. Denn was die anderen da auskaspern, das geht so nicht. Immer wieder vertreten wir die Mehrheitsmeinung der Bevölkerung. Das heißt nicht, dass uns die Mehrheit wählt. Aber sie braucht uns dringend als Korrektiv in dieser Gesellschaft. Und zwar als friedenspolitisches und als soziales Korrektiv. Also, auf unsere Parteiführung kommt viel zu, viel Arbeit zu. Lasst mich eine Kritik an uns und auch an vielen Menschen in unserem Lande äußern. Ich finde, wir haben uns in den letzten Jahren zu viel bieten lassen. Das muss jetzt aufhören. Und deshalb sage ich euch am Schluss, lasst uns arbeiten, lasst uns streiten, lasst uns diskutieren und kämpfen, so kulturvoll wie möglich. Es muss endlich losgehen. Und wir haben drei Ziele: soziale Gerechtigkeit, Demokratie, Frieden und ökologische Nachhaltigkeit. Und genau dafür lasst uns jetzt gemeinsam streiten. Dankeschön.